Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so viel vom Bier rülpsen müsst. Mahlzeit, liebe Rock- und Metal-Gemeinde. Willkommen zu einem neuen Food-Check. Heute soll es nicht direkt um Food gehen, sondern das, was kommt danach, wenn man gegessen hat, deftig gegessen, dann nehme ich mal ordentlich einen zu kippen. Ich teste auch mal so ein bisschen jetzt so Getränke und Bier vor allen Dingen für euch, weil das ist für uns ja im Metal einfach so unser Getränk. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich jetzt erstmal irgendwie mit Radler anfange. Im Moment bin ich wohl so ein bisschen auf Biermischgetränke. Da finde ich irgendwie so ganz witzig. Und da bin ich jetzt einfach mal in die verschiedenen Läden losgegangen und habe mir die verschiedenen Qualitätsstufen da sozusagen geholt, um mal für euch zu testen, was lohnt sich überhaupt. Und falls ihr das nicht, Abo dalassen, liken, kommentieren und auch in den sozialen Netzwerken teilen. Das wäre obergeil. Drei verschiedene Biermischgetränke. Als erstes haben wir hier so dieses Krombacher Radler. Ist wohl so mit Königsklasse. Dann haben wir hier was Regionales aus Hannover. Gilde Radler. Wohl so eher Mittelklasse und welcher Teufel mich geritten hat, habe ich mir nochmal so ein richtiges Dödelbräu geholt von Perlenbacher Radler. Das ist die Hausmarke von Lidl, glaube ich. Schlägt sich alles auch entsprechend so ein bisschen jeweils im Preis nieder, was irgendwie was ist, und da saufe ich mich jetzt für euch sozusagen durch. Fangen wir mal mit diesem Krombacher an. So. Okay. Wie das aussieht. So schaut's aus, das Krombacher. Ja. Ein Bier. Also normal erstmal. Was ist das hier für eine Flasche? Eine 0,5 Liter Flasche. Zutaten, Pilz, bla 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 bla, Zitronenlimonade, bla 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 bla. Und natürlich das Zitronenaroma. Also da kriege ich schon das Kotzen, wenn schon wieder keine vernünftigen Zutaten sind. Denn wenn immer wieder nur Aroma, also das ist schon wieder zum Kotzen, habe ich ja schon mal gesagt. Na. Gut, mal gucken, wie der Rotz schmeckt. Ja, halb wie ein Bier, halb wie eine Zitronenlimonade. Aber angenehm. Also ist okay. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen kühl stellen sollen. Ja, kann man machen. Wollte ich erst mal sagen. So, ad hoc. Ja, eine 2. Ja, kann man jetzt mal machen. So, also hier Krombacher. Stell mal hier rüber. Mal gucken. Guck mal, das Gilde. Naturtrübe, ist ein naturtrübes Radler. Das war ja, glaube ich, eben relativ klar. Aber was haben wir hier drin? Biermischgetränk, 50% Bier, 50% Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack, Fruchtgehalt 2%. Ja. So, Zutaten Bier, bla bla bla, das Übliche. Sieht alles sehr natürlich aus. Hier haben wir Zitronensaftkonzentrat drin und auch wieder rotziges Zitronenaroma. Mit anderen natürlichen Aromen. Dann kommen die jetzt hier noch mit Orangensaftkonzentrat. Und, wenn wir hier gleich vergleichen, was ich schon wieder richtig Rotze finde, hier sind diese scheiß E-Stoffe drin, diese Stabilisatoren. E414 und E410. Also Arschlecken hier bei Gilde mit Natürlichkeit und so. Da ist bei Krombacher, da ist wirklich bis auf dieses natürliche Zitronenaroma, sind zumindest keine E-Stoffe drin. Das ist schon mal hier für Krombacher schon mal ein Vorteil. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also hier zwei E-Stoffe, hier fickt euch Gilde. So eine verfickte Rotze hat hier im Gilde nichts, also in Bier nichts zu suchen. Definitiv nicht. So, ja. Mal gucken, wie die Kacke jetzt schmeckt. So, her damit.
Boah, das stinkt ja schon bis hier. Oh, weia. Also wenn mir auch auffällt, obwohl ich jetzt zwar langsam gieße, aber das hatte ich ja beim Kombacher auch. Also es sprudelt nicht so schön auf. Das stört schon mal irgendwie. Also das hier war 0,5er, Kombacher war 0,5, Gilde jetzt 0,3. Mal gucken hier. Ja, naturtrüb. Sieht ein bisschen aus wie Pisse, wenn man eine Blasenentzündung hat. So ein bisschen. Und vom Geruch her. Okay, also Gilde habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet, jetzt auch für den Preis, aber oh, mal gucken, ne? Das schmeckt besser, als es riecht, aber sehr sauer. Das schmeckt eher wie eine ja, Limonade mit ein paar Tropfen Bier drin. Da fand ich das Krombacher jetzt weiter vorne, da erstmal. Nochmal jetzt probieren. Gut, okay. Wir gucken mal, was das Perlenbacher jetzt hier so drauf hat, oder drin hat, besser gesagt. Hier steht auch Zitronengenuss mit besten Rohstoffen vollendeter Genuss. Macht mir bei solchen Hausmarken echt immer Angst. So, gucken wir mal. Biermischgetränk 50% Bier, 50% Zitronenlimonade. So, was haben wir denn hier? Bier, okay, das selben Inhalte wie drüben. Dann haben wir ja gut Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Und jetzt wird es wieder spannend. Natürlich ist es Zitronen-Limetten-Aroma. Was ich jetzt aber positiv anmerken möchte ist, die haben hier nicht diese verfickten E-Stoffe drin. Das finde ich gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so viel vom Bier röpsen müsst. Und, jetzt wollen wir mal was anderes gucken. Was ich hier bei dem Dödelbräu hier ganz gut finde, ist, die haben hier nochmal so verantwortungsvoll Trinken drauf. Ich weiß gar nicht, ob man das ja jetzt so sieht in der Kamera. Da hat das dieses Frau mit Babybauch durchgestrichen, Logo irgendwie drauf, dass Schwangere nicht saufen sollen. Unterstütze ich voll und ganz in der Schwangerschaft saufen, rauchen, kiffen, andere Drogen. Dann ist es einfach so, ne? Also lass die Scheiße. Ja, kommen wir mal zum Perlenbacher. Ja, vorher Glasflasche, jetzt Plastikflasche. Das sagt irgendwo auch so ein bisschen sicher auch so ein bisschen was über den Level aus. Qualmt jetzt auch so ein schön so ein bisschen raus, wie das sich gehört. Ist mir auch aufgefallen, beim Kombacher hat es auch so dieses typische Dampfen, das war beim Gilde nicht. Also macht mir ein bisschen Angst jetzt, also das riecht jetzt schon ein bisschen abgestanden. Aber wollen wir mal gucken, wie es so aussieht. Also ist das ein klares, wie man jetzt hier sieht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dunkler als das von Kombacher. Aber da können wir ja mal gleich vergleichen, da kippen wir die nochmal nebeneinander so ein bisschen. Ja, ist klar. Sieht nicht aus wie ein verunfalltes Urin. Oh, mal gucken. Also, ja, und was ich schade finde, also, das ist ja immer so ein bisschen schöne Optik irgendwie so bei dir, wenn das so eine schöne Schaumkrone hat. Da hat dieses aber so gar nicht. Also, das ist mit dem Schaum mal weniger geworden. Wir probieren mal einfach mal. Können wir mal sagen? Also, dieses Dödelbräu, ne? Da habe ich mir schlimmer vorgestellt. Nochmal. Das war gar nicht so verkehrt. War nicht so übel. Echt nicht. Ich muss sie gleich jetzt mal alle so im direkten Vergleich gleich nochmal haben. Also ans Krombacher kommt es nicht ran. Aber das Gilde Radler, das schießt es weg. Gib mir da jetzt alles nochmal hier so ein bisschen was rein. Das werde ich auch nochmal so nebeneinander sehen im Vergleich. Wie schön aussieht. So. Da seht ihr das. Ich hoffe, man sieht das. Ich ziehe jetzt mal so ein bisschen hier zurück zu mir ran. Ich will das mal so sehen. Wie das Ganze so im Vergleich mit dieser Schaumkrone, die ich finde, immer so ganz schön, so zumindest für den Anfang.
Also der Kombacher hat wirklich die beste Schaumkrone. Und hat so ein bisschen dann zusammengesunken ist, dann bleibt das auch noch so ein bisschen. Das Gilde Radler, gut, das ist jetzt natürlich nur was Optisches. Also das Gilde Radler, das hatte bis eben eine, ist aber auch so ziemlich gleich schnell zusammengefallen. Und das Perlbacher, das ist also so gut wie gar nichts, ne? Da ist so ein bisschen Restscheiß. So, jetzt lassen wir die nochmal so ein bisschen im Vergleich gegeneinander antreten. Und vergesst nicht, mit Schulz in die Kommentare zu schreiben. Ne? Ich habe hier einmal Schulz gemacht. Gut, so, womit fangen wir jetzt an? Machen wir wieder. Wir müssen ja mal jeweils gegeneinander mal trinken. Ne? So. Also, ich finde den Geschmack hier am ausgewogensten. Das kann ich jetzt schon sagen, von allen gegeneinander. Schon sagen, das ist hier das Ausgewogenste. Also ein guter Hybrid zwischen Bier und der Limo. So, dann guck mal hier mit dem Gilde-Zeugs. Ne, bedeutet. Also ganz ehrlich, da war ja jetzt das Ausgewogene, das bis eben jetzt auch so am weitesten vorne ist, bisher jetzt am weitesten vorne ist. Ich habe nicht erwartet, dass das Gilde also so ätzend ist für den Preis. Also das schmeckt, wenn ich... Das schmeckt so ein bisschen wie so dieser Zitronenklo-Reiniger riecht. So schmeckt das so ein bisschen. Also da ist nichts irgendwie von dem Biergeschmack über. Das ist nicht schön. Für Teufel. Sprechen wir mal drüber. Fazit. Ja, kommen wir jetzt zum wirklich Verlierer des Biertestes hier oder des Radler-Testes, Bier Mixery, wie es ja heute so schön heißt. Ist wirklich hier so dieses Gilde Radler, aus Gilde Hannover Radler, Naturtrüb. Das ist wirklich, ja, was ich eben schon sagte, das riecht wie ein Kloreiniger und wenn ich mir vorstellen müsste, wie Kloreiniger schmeckt, dann wohl irgendwie so. Also da ist nichts dran, das ist, so. Ach ja, und das Erstaunlichste ist, ich habe das vorhin nochmal nachgerechnet, das das Krombacher ist nicht mal das teuerste vom Preis her. Ist wirklich hier das Gilde mit, warte mal, ich habe es kurz gerechnet, wo ist es? Ich habe es gerechnet. Rechnen schwer. Mit 1,75 pro Liter. Ist das, ist der Testverlierer vom Prinzip her auch der teuerste. Kommen wir zu dem Lidl Perlenbacher, also den zweitplatzierten. Literpreis 60 Cent. Dafür, dass hier nur natürliche Zutaten drin sind und der Geschmack eigentlich echt okay ist, ist das so ein überraschungszweiter Platz. Also kann man wirklich so machen. Ist jetzt nicht so das absolute Top-Bier kommt oder Top-Radler. Kommt jetzt nicht so an das von Krombacher so ran, aber ist echt nicht verkehrt. Also kann man echt machen, das Zeug, ne? Also Platz 2 für Perlbacher. Krombacher. Das war mit Abstand das teuerste. Das kommt auf einen Literpreis von knapp 1,55 jetzt in dem Preis. Liter 1,60 bei einer 0,5 Liter Flasche. Ist eindeutig auch der Gewinner. Auch im Sinne von Preis-Leistung. Obwohl es das teuerste ist. Also 1,60 für einen Liter von dem Zeug, das ist echt okay. Da kann man nicht meckern. Der Geschmack, der ist ausgewogen, der ist ein bisschen herb vom Bier, der ist leicht süß-sauer von der Zitronenlimonade. Und vor allen Dingen sind keine E-Stoffe drin. Das ist deswegen hier Nummer 1.
Also, liebe Rock- und Metal-Gemeinde, Bier ist ja so unser Getränk. Lass es jetzt hier auch mal irgendwie so ein Bier-Mixery sein. Ich bin da ja gerne sehr experimentierfreudig. Halten wir fest, der Kombacher-Mix, der Kombacher-Radler-Mix, der ist preislich in der oberen Mittelklasse, ist mit so 1,60, 1,68 im Literpreis, 1,60, 1,65, was haben wir gesagt? Mit 1,55 hatte ich eben ausgerechnet. Ich meine, im Laden steht irgendwas von 1,60, aber scheiße ist drauf, also die Region, die passt ungefähr. Ist vom ausgewogenen Geschmack her, von der Optik her und ja auch von der Natürlichkeit her jetzt hier so der Testsieger geworden. Da können wir jetzt nochmal hier so schön hier, sieht man das in der Kamera, ne? Also Testsieger ganz links. Dann kommt danach mit einem erstaunlichen Literpreis von 60 Cent dieses Dödelbräu von Lidl, was echt so ein Überraschungsding ist. Ich hätte echt gedacht, dass das richtig schlimm wird. Ja, beide mit nur natürlichem Zeugs drin und was mir halt so ausstößt, natürliches Zitronenaroma. Das ist halt immer so für mich so behaftet mit, naja, da hat die Industrie ja trotzdem eingegriffen. Und am Ende jetzt hier Platz 3, das Gilde Radler, das ja, Kloreiniger-Geschmacks-Großbier aus Hannover mit einem Literpreis von 1,75. Keine schöne Erfahrung. Kann man sein lassen. Ja, liebe Rock- und Metal-Gemeinde, das war es für diesen Test diese Woche. Dieses Mal, wie gesagt, Bier im Angebot. Wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, weiß ich noch nicht genau, was euch erwarten wird. Wird es ein City-Review sein, was sehr wahrscheinlich ist? Wird es wieder ein Food-Track sein oder wird es ein Interview-Konzertbericht sein? Alles ist möglich. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen möchtet. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, stay heavy, euer MK.